Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA Ultimate Team. Und diesmal starten wir direkt in der Online-Season-Zentrale von unserem Ultimate Team. Und wir sind in der laufenden Saison weiter. Ich habe ein bisschen weitergemacht. Wir sind inzwischen Liga 5 aufgestiegen. Ich versuche mich jetzt direkt ein Spiel ohne Pipapo. Hier seht ihr meine neue Mannschaft. Ihr seht, da ist ein Groß zugekommen. Ja, Khedira ist halt drin. Ich weiß nicht, ob der vorher drin ist. Habe ich gar nicht so im Kopf. Auf jeden Fall ist Groß zugekommen. Bartsch überhöht es. Einen neuen Torwart haben wir. Und zwar haben wir den Weidenfeller jetzt drin. Dann haben wir hier den Bender auf der linken Seite. Wir haben hier also hier momentan so unsere BVB-Fraktion. Dann als Bayer, wie gesagt, der Groß, dann Khedira noch mit drin. Ansonsten, das war das Neueste, wovon wir jetzt sprechen können. Und weißt du, also wir wollen unbedingt ein Spiel machen, dann starten wir jetzt auch direkt durch, ohne langes Blub. Und hoffen, dass wir einen Gegner finden, der nicht disconnected, wo das Spiel nicht abschmiert oder sonstiges. Das wäre natürlich awesome. Und wunderbar, da haben wir auch schon direkt einen. Wir gehen in Gladbach-Trikot. Erster FCK-Logo momentan. Hab gedacht, manchmal für den Matze rein, falls ihr hier guckt. So, das ist unser kommender Gegner. 82er Bewertung, 003 Chemie, 100. Dürfte interessant werden. Dann spielt man wieder Deutschland gegen England. Ja, mal, also nicht in dem Sinne England, aber halt komplett nur aus der englischen Liga. Von Chelsea, von Man City. Aber das scheint alles mal gut zu gehen und direkt ein Spiel reinzugehen. So. Das ist natürlich jetzt endlich mal schön, dass wir endlich jetzt mal mal ein Spiel im Ultimate Team haben. Oh, da ist mein Reus dann doch zu langsam. Oh, da konnte ich mir den schon. Ah, da holt er sein Tor. Loris hat er am Tor. Den guten Loris. Das ist natürlich auch super Einkauf dann. Oder super gezogen, je nachdem. So. Komm, Klose. Kämpf. Ah, schade. Meiner. Mal einfach mal von da aus. Mit dem Klose kann man sich ja erlauben. Auf den Groß habe ich zum Beispiel Dead Eye gesetzt als Chemiestil. Das heißt, aus großer Entfernung harte Schüsse machen. Aber wie gesagt, da wollte ich dann über die Chemiestile, wenn ich ein paar gesammelt habe, ein paar eingesetzt habe, gehe ich dann darauf ein genauer. Aber ich denke mal, Folge 10 oder. Ah ne, das wird dann schon wieder zu lange her sein. Vielleicht nächste Folge, dann wandeln wir uns ein bisschen durch die Chemiestile. Gucken wir mal auf den Transfermarkt, was die so wert sind. Und. Ah, Groß hier. Auf Klose. Klose lässt den Ball liegen. Auf Reus, aber der kommt natürlich nicht dran. So. Zack. Oh, komm, Klose. Ah, oh, das gibt eine Karte. Da bin ich dann doch noch etwas mehr reingerutscht. Ja, Gott sei Dank, nur gelb. Das hätte auch schlecht aussehen können. So. Und wieder zurück zum Klose. Abzug. Der war so schön. Und. Ah, schade. Da wollte ich ein wenig abstauben. Das hat aber nicht ganz funktioniert. So. Jetzt ist er im Angriff. Mist, da bin ich dann zu spät gekommen. Aber den können wir sicher hinten wieder rausholen. Ah, komm, Reus, mach den Pass. Klose, rein. Ach Mann, da bin ich immer einen Schritt zu langsam. Ist doch zum Mäusemelken. Und da tippt er mir den zu weit. Schade. Und wieder Klose, schieß. Da komme ich jetzt nicht zum Abschluss. Ja, ist es denn? Hä? Ah, für mich. Auch schön. Ach, ja, mal noch nicht. Wo ist denn mein Reus? Ich bin ja jetzt nicht der große Freistoßkönig. Wäre natürlich super, wenn der jetzt mal reingehen würde. Aber direkt auf den Torwart ist natürlich uninteressant. So. Khedira. Komm. Ah. Komm, Trash. RV ist ja leider echt sehr dumm besetzt, was deutsche Spieler angeht. Da ist wirklich Mister Nummer Uno der Lahm. Und da müsste ich eigentlich darauf hoffen, dass ich den vielleicht noch abgreifen kann.
Das wäre natürlich super. Aber der kostet natürlich auch Hölle. So typisch mit all den schönen Spielen, die kosten immer so viel. Aber naja. Hermann sehr schnell mit 91, deswegen immer noch bei mir drin. Keine Alternative ist jetzt gefunden, wo ich sage, das rechnet sich. Und da ignoriert der Groß einfach mal, dass der Ball angetroppelt kommt. Aber na gut. Da stecke ich natürlich. Ah, da trickst er hier. Und jetzt hängt er an zu tricksen, in der Hoffnung, dass er vielleicht mal durchkommt. Aber ich habe halt auch neben eine gute Abwehr stehen. Da kann man sagen, was man will. Und den holen wir uns raus. Zack, schön auf Klose, aber der wieder nicht so, wie ich mir es erhoffe. Nein, nein! Ah, da kommt er tatsächlich durch. Da macht der Jovetic statt 1-0 in der 32. Mit seinem Galatasaray-Logo. Also zumindest haben wir einen, der auch die Tore überspringt. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, das zieht sich alles nicht so in die Länge. So, Schmelzer, zieh doch. Jetzt muss ich gucken, dass ich mit dem Reus den da hinten abfange. Oder. Ne, abseits. Da ist er ins Abseits gegangen. Das war jetzt gar nichts hier. Aber ich denke, ich habe mir inzwischen eine ganz nette Mannschaft aufgebaut. Habe auch schon, wie gesagt, in Gladbach für meine Gladbacher gekauft. Hoffe jetzt einfach. Was war das? Da kriegt der Abseits gepfiffen. Ach, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Das ist doch schon links gelaufen. Dann pfeift er hier noch. Ach, Mist, da habe ich nicht mit gerechnet, dass der tatsächlich da ankommt, ohne dass da einer steht. Ah. Danke. Ah, okay. Weg damit. Reus. Ja, jetzt habe ich natürlich ja die Situation, dass da einer. Ah, den konnte ich jetzt schön. Irgendwie kriegen meine Pässe heute nicht so durch, wie ich will. Komm, weg damit. Weg damit, weg damit. Ah! Da muss ich mir nicht das 2-0 holen. Konter, Konter, Konter. Konter. Mensch, nee, kann doch nicht sein. Das kann doch alles hier nicht sein, ey. Die erste Halbzeit geht wahrscheinlich 1-0 aus. Allerdings, wenn ich nicht aufpasse, wahrscheinlich noch höher. Zack. Nur gestört, okay. Da kommt er gefährlich nahe jetzt hin. Nein, weg damit. Und, ach. Ach komm, da stolpern die mir hier dazwischen. Das gibt Ecke für ihn. Lass mich mal hier die Ecke zur Halbzeit machen. Und Resumé zur Halbzeitpause. Bis jetzt Chancen da, genutzt, nein. Und geht der lange Pass, kommt er durch? Nein, natürlich nicht. Puck. Ach. War ein Wunschpass. Naja, 1-0 in der Halbzeit. Ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir es gehofft habe. Aber die zweite Halbzeit kommt. Ja, wenn wir Glück haben, kommt die sogar ziemlich flott. Was natürlich perfekt wäre. Weil wir machen eh keine Auswechslung gerade. Und er auch nicht. Wunderbar. Dann können wir so in die zweite Halbzeit reingehen. Das ist ja mal schön. Ich glaube, der will das Ding auch einfach nur schnell erledigt haben. Und da kommt Reus, ey. Der Blitz hier auf Bender. Den Bender ziehe ich jetzt mal hoch. Groß von der Distanz, aber. So. Khedira holt sich den Ball, kann aber nicht weiter behaupten. Schade. Und Groß wieder. Komm, schieß nochmal. Ah, Bender. Tschüss. Ah, nee. Der doppelte ja eher dahin, als er da wirklich drin war. Das ist natürlich schade, aber halt nutzlos.
Ja, ja, schön gedacht für Groß, aber. Und Bender. Na, aber direkt mal abgezogen. Ah, ein bisschen Druck machen. Ein bisschen Druck sollten wir jetzt mal machen. Wow, wo ging der hin? Komm. Ja, was ist denn jetzt? Ach, komm. Danke. Ah, da rutsche ich ein Stückchen zu weit. So, Kedira. Schön ab. Schön gedachter Pass zumindest. So, Klose, renn. Aha. Es klappt aber auch heute nicht. Es klappt. Ich meine, die Pässe nach vorne kommen. Pässe nach vorne kommen, ja, aber ich daraus nichts machen kann. Ist ja natürlich. Kann ich mir die Pässe nach vorne auch sparen in der Form. Das ist natürlich einfach Quatsch dann. Wo? Ah, oh, da ist der 2-0. Ah, du schon. Da trifft der Deutsche gegen die Deutschen. Das ist natürlich sehr nice jetzt für ihn. Sehr nice. Ah, jetzt guckt er sich an. Ja, ja, gut. Guckst ja. Ah, guckt er doch nicht. Okay. So. Ah, 2-0 hinten ist natürlich ärgerlich. Aber wenn ich da mal nach vorne komme, nutze ich die Chance auch nicht und versenke das Ding. Frisch. Flanke. Was war das dann? Oh, es gibt manchmal diese Flankensituation. Da kriege ich die Krise dran. Da ist das eigentlich logisch, wo der hingehen soll. Aber. Dann gehen die plötzlich irgendwo, ist der Warner. Jetzt kriege ich hier auch nicht mehr eine Abwehr gebacken, ey. Das ist doch jetzt nicht wahr. So, Groß. Der geht ja nicht zu Klose durch. Ach komm, da habe ich nur die Schusstaste aktiv gehabt. Das ist natürlich auch ein Mist. Ja, das gibt Abstoß. Keine Sorge, das gibt Abstoß. Ach komm. Weg damit. Ah! Wie ich einfach nicht wegkriege von meinem Tor. Ah, geil. Geil dann noch. Weiter, komm. Auf Reus. Oh, da drifte ich zu weit ab. Mist. Und. Wäre ein bisschen mutig gewesen, dem in den Kopf zu nehmen. Wäre wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie er sich gehofft hätte. Es ist der hier schon wieder im Gegenangriff. Ah, sehr schön, Weidenfeller. Fischst du den zumindest raus. So. Aber ich muss den Ball wegkriegen. Aber ey, da kommen eigentlich gute Pässe und ich verwerte die Kacke einfach. Wie er jetzt hier bestimmt. Zack, und wieder der lange Pass nach vorne. Und wieder bringt's nichts. Da habe ich auch kein Glück heute, ey. Das sind so diese Tage, wo man dann unbedingt was schaffen will. So, aber jetzt vielleicht mal mit dem hier. Jetzt zieh doch ab. Mensch, nee. Ah, da kommt er aber natürlich. Ah, da rennt er den so aus damit. Okay. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger gerade. Das Phänomen des Redens beim Aufnahmen ist ja, dass man ein wenig unkonzentrierter spielt. Klingt zwar komisch. Da blockt er mir den ab. Aber. Zack! Ah, schade. Schade, da kraft ich nicht den Anschlusstreffer.
85 Minuten. Und ich krieg das Ding einfach nicht rein. Ich krieg das Ding einfach nicht rein. Das ist ja... Das kann ja einfach nicht wahr sein. Da klappt das erste Mal mit der Aufnahme richtig und dann geht das Ding nicht drin. Ach, fuck. Ja, 3-0. Ja, da habe ich dann eindeutig gerade den Weinpferd zu weit rausgeholt. Das wird heute nichts mehr. Aber ich kann damit leben, auch zu zeigen, dass ich es nicht schaffe. Ich werde jetzt hier nicht nur die Win-Win-Spiele reinholen. Weil dann brauche ich das nämlich nicht zeigen. Das wäre nämlich... Reicht's noch für einen? Nein, es reicht nicht. Komm, 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 komm. Komm. Ach, sehr schön, zumindest den noch gehalten. Sehr riskant von mir, aber... So, vielleicht noch mit Reus einen Angriff fahren. Zack. Ah, daneben geflogen. Aber sah künstlich hochwertig aus, zumindest. Na, da komme ich auch jetzt nicht mehr dran. Da spielt er jetzt sauber runter. Tja, schade. Erstes Spiel geschafft aufzunehmen. Und dann geht er 3-0 für den Gegner aus. Naja, aber ich hoffe, das wird trotzdem nicht die Laune mindern an Foot, weil ich nicht denke. Und ich hoffe, dass demnächst dann mehr Spiele kommen. Und ja, dann heute eine Folge nur mit Spiel. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Zumindest auch, wenn ich jetzt nicht hochwertig war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom FIFA Ultimate Team. Bis dahin, euer Fox, wenn es auch mal wieder Päckchen bestimmt gibt und so weiter. Ihr kennt das ja. Gut ich mich ab und so, ne? Bis dann. Ciao.